Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier auf PietSmiet TV. Heute mit dem Jonathan, dem Sebastian, dem Christian und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Heute schauen wir Mathe-Mann. Und zwar ist Mathe-Mann back. Und zwar schon seit einigen Monaten. Da gab es ja mal dieses weirde Video, was wir uns angeguckt haben, wo der Ersteller von Mathe-Mann über seine komische Art und Weise gesagt hat, er kann keine weiteren Mathe-Mann-Sachen machen. Und jetzt gibt es aber echt drei neue Folgen seitdem wieder, die wir noch nicht kennen. Und die gönnen wir uns jetzt. Das Können das ein paar wenig Folgen von Mathe-Mann. Ja. Flux 007 hatte das vorgeschlagen, by the way. Dankeschön. Vielen lieben Dank dafür. Ja, sonderlich. Nach all den Niederlagen verläuft der Funktionsgraph meines Lebens wieder streng monoton zunehmend. Denn ich habe diese Kartoffel auf dem Boden gefunden. Gib uns die Kartoffel, Mathe-Mann! Oh nein, es sind meine neuen Erzfeinde. Holzbein Hermann, all die Tüten Annette, und Joghurt Jürgen. Kartoffel! Ich muss an ihnen vorbeikommen, indem ich mich wie eine ganz rationale Funktion vierten Grades mit den gegebenen Punkten bewege. Freunde der Mathematik, könnt ihr eine zugehörige Funktionsgleichung aufstellen? Geil! Klingt viel besser. Die Funktionsgleichung ist aufgestellt und es wird Zeit, das Krümmungsverhalten zu testen. Was ein Glück. Raiden? Du hast all die Tüten Annette im Zweikampf besiegt und wirst Alter, jetzt das kommt im Mortal Kombat verteidigen. Mathe Kombat? Nein, das ist nicht das, was ich dachte. Mathe Kombat. Jetzt geht's ab. Ey, ich bin lange nicht mehr auf dem Boden. Oh, es geht noch weiter. Gewesen. Jetzt bin ich auf Mathe Kombat. Ich dachte, das kommt jetzt noch in der Folge. Nee, Cliffhanger. Das ist vor 8 Monaten hochgeladen worden, dieser anderthalbminütige Clip. Mathe Kombat. Wo Mathe-Mann zum Mathe Kombat berufen wird, weil er all die Tüten Annette besiegt hat. Ja, nice, ey. Joghurt und Jürgen sah auch nicht mehr so fresh aus. Alter, die Mucke ist so legendär geil, ey. Das ist halt das Internet, wie es lebt und lebt. Das ist ja der Shit. Das ist mega gut, ey. Weil jetzt kommt Mathe Kombat nämlich, meine Freunde. Ja, ich ja. Mathe Kombat! Mathe Mann. Das ist Konrads Problem. Konrads Problem. Wie geil! Round 1 Fight. Das ist gut. Mathe Mann, beginne mit irgendeiner natürlichen Zahl n Bis n gerade, so nimm als nächstes n halbe. Bis n ungerade, so nimm als nächstes 3n plus 1. Wiederhole die Vorgehensweise mit der erhaltenen Zahl. Jede so konstruierte Zahlenfolge mündet in den Zyklus 4, 2, 1. Egal mit welcher natürlichen Zahl n größer 0 man beginnt. Oh nein. N halbe, ey. Ich habe auch N verloren. Das Problem ist nicht verstanden. Lösbar. Da mache ich nicht mit. Get over here. Oh. Vielleicht kann ich es ja doch lösen. Mit dem Casio. Das Kollatz Problem. Fatality. Wins. Long-term victory. Long-term victory. Mathe-Mann hat verloren! Mathe-Mann kann doch nicht einfach verlieren! Mathe-Mann ist gestorben, weil er das Kollaps-Problem nicht lösen konnte. Hat den warum denn nicht? Ultra-Finisher gemacht. Weil man das nicht lösen kann. Ja. Alter. Wie unfassbar gut das ist. Es ist weird einfach. Nee, großartig. Aber jetzt, Mathe-Mann ist back, nämlich. Oh. Mathe Kombat! Alter, den kenne ich das doch. Sieht aus wie Sepp. Wie hieß der noch? Wildcats? Nee, wie hieß der noch? Nee, das ist Sepp mit seinen blauen Haaren. Nee, ja, das ist wie mit vielen blauen Haaren. Er ist auch Physikbube. Aus. Hieß der nicht sogar Wildcats? Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung.
besiegt. Round one, fight. Wenn das nicht mein alter Studienkollege ist, der Physikbube. Mathemann, du und deine Mathematik haben keine Chance gegen meine Physik und die Gravitationskraft. FG gleich MAG mit G gleich 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Du wirst zu Boden gehen wie dieser Apfel. Oh nein, diese Formel klang ja beinahe mathematisch. Alter. Aber Physikbube, ich dachte, du liebst die Mathematik. Ach ja, stimmt. Was? Alter, das ist ja aus. Friendship. Mein Gott. What the fuck? Jetzt kommt's. Jetzt. Ey, das sind Wendungen, wie kriege ich drauf klar? Hui. 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 Beidseitiger Hebel gleich. Spaß. Hui. Als wenn jetzt. Hui. Als wenn jetzt die ganze Zeit nur Schock. Das ist das Video. Hui. 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 Ja, schön. Ich habe mein Perpetuum mobile gebaut. Ich hatte nicht mal ein Outro. Einfach Spaß, ein bisschen einfach vorbei. Ich muss mir die Kommentare durchlesen. Alter, Mathemann und der Physikbube, ne? Also, was haben die Leute darunter geschrieben? Ich habe endlich den Sinn des Lebens gefunden. Natürlich die Mathematik. Danke, Mathemann. Mathemantastisch. Ich hoffe, Captain Chemie kommt auch noch dazu für ein unschlagbares Team. Du musst so wenig Mathe machen in Chemie. Alter. Alter. Ein toller Plot-Twist in der Mitte. Cross, ja. Aber mit Mathe-Combat ist das Beste gewesen ever. Okay. Okay. Wir sind wieder auf dem neuesten Stand, was Mathemann angeht. Oh, warten wir mal wieder ein Jahr ab. Und dann ja, bin ich doch vor lauter Spaß gleich parabelförmig vom Mocker gefallen. Alter. Das wird nicht besser. Ich bin einfach nur verwirrt, muss ich sagen. Aber ja, das war ja. Mathemann. Tschüss. Und vielen Dank fürs Einschalten. Telefon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.